Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich begrüße euch heute mal aus dem Auto mit meinem Bagel. Heute mit dem kleinen Glücksschwein. Das Auto ist eigentlich meiner Oma und das ist Omas Glücksschwein. Aber sie traut sich nicht mehr mit dem Auto zu fahren und unseres ist nicht mehr so stabil. Es macht komische Geräusche und deswegen haben wir aktuell Omas Auto. Und ich war gerade bei Bagel Content machen. Es hat heute sehr lange gedauert, weil heute auch sehr viel los war. Ich versuche immer um so Uhrzeiten zu kommen, wo nicht so viel los ist, aber manchmal ist es halt auch ganz anders als gewohnt. Und muss natürlich immer ein bisschen stoppen, Content zu machen, weil die müssen natürlich auch ganz normal arbeiten und ich nerv die da immer mit Content machen. Bestimmt immer, wenn ich reinkomme, denke ich sich, oh nee, nicht mehr wieder die Laura. Hier habe ich mir gerade einen Bagel mitgenommen. Ich habe den Italian. Normalerweise immer den Manhattan, der ist mit Lachs und dann nehme ich den immer mit Dattel Curry-Frischkäse. Das ist mein absoluter Fave. Aber heute hatte ich Bock auf Italian. Ich habe aber noch nichts gegessen. Wir haben 16 Uhr, glaube ich. Das ist unfassbar geil. Wirklich dieser Moment, wenn man richtig Hunger hat und dann was isst, ne? Das ist einfach krass. Ich bin auf jeden Fall gerade auf dem Parkplatz vom Supermarkt. Ich muss hier noch einkaufen. Und Leute, ich muss heute versuchen, sehr früh schlafen zu gehen. Ich bin auch zum Glück den ganzen Tag schon müde, weil ich die letzten Tage nicht so viel geschlafen habe und nicht so gut. Ich muss nämlich morgen einfach um 4.30 Uhr aufstehen. Um 4.30 Uhr, Leute. Und ich habe jetzt seit diesem Monat noch einen vierten Job. Und der Laden, für den ich arbeite, der öffnet morgen. Das ist so eine Bakery to go sozusagen. Die ist von Sarahs Cousine. Und die öffnet die halt morgen. Und die müssen natürlich schon früh backen, weil der Laden macht halt um 8 Uhr auf. Ich muss um 6 Uhr da sein. Ich brauche so 20 Minuten ungefähr dahin. Muss mich davon noch schminken, weil ich muss auf den Videos sein und so, weil ich mache den Content dafür und dann kann ich jetzt nicht kacke aussehen. Ich snack jetzt erstmal rum mein Bagel und dann muss ich einkaufen gehen. So, genau, wenn ich fertig bin zu essen und ich aussteigen will, fängt es an zu regnen. Ja, ich glaube, ich fahre noch ein bisschen Auto. Ich bin wieder zu Hause. Wir haben heute den 3. Am Sonntag hat Fabi Geburtstag. Am Sonntag? Am Samstag, sorry. Am 7. Auf jeden Fall habe ich dem Fabi was geholt. Ich habe es eigentlich über Amazon geholt und dachte mir, boah, wenn es ankommt, der wird es ja nicht wissen. Ich habe ihm gesagt, er soll Pakete, für mich, also die an mich adressiert sind, nicht aufmachen. Aber trotzdem stand da riesig fett drauf, was es ist. Und jetzt wusste er es. Ich zeige es dir jetzt. Ich habe nämlich einen Ninja Creamy geholt. Aber ich habe ihn nochmal umgeschickt, weil ich wusste nicht, es gibt zwei verschiedene. Es gibt den Ninja Creamy und den Ninja Creamy Deluxe. Ich wusste nicht, dass es Unterschiede gibt, weil mit dem Deluxe passt erstens mehr rein und man kann auch Frozen-Joghurt und so machen und ich liebe Frozen-Joghurt, deswegen musste ich den Deluxe holen. Und es war jetzt auch im Angebot. Hier seht ihr das tolle Gerät. Junge, wie du das anguckst. Hm? Das war gerade drin. Wir haben es jetzt einfach schon mal rausgeholt, auch wenn er eigentlich schon nicht Geburtstag hat. Er wusste es ja eh schon. Und ja, hier sind so Behälter dabei und die kann man dann da hin tun. Und dann kann man hier verschiedene Sachen machen. Ice Cream, Light Ice Cream, Sorbet. Ich verstehe nicht, warum hier Gelato steht, weil Gelato ist ja Ice Cream, egal. Gelato! Frozen Joghurt, Frappé, Frozen Drinks, Slushy, Milchshake, also richtig viel. Es soll aber voll laut sein. Wir probieren das jetzt, glaube ich, mal aus. Ich bin voll gespannt. Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus, das Gerät. Meine Oma hat den Ninja auch voll. Ich hatte ihr direkt, weil sie hatte gesagt, dass sie so einen Multikocher will. Deswegen hat sie sich diesen Multikocher gewünscht. Den haben wir jetzt halt wieder mitbestellt, weil wir eh da bestellt haben. Den bringen wir eh dann am Donnerstag, glaube ich, vorbei. Kann man halt voll viel mitmachen. Kochen, backen, frittieren, Ofen. Das haben wir ihr mitbestellt. Und Leute, ich habe mir noch was Cooles bestellt von Swarovski. Das zeige ich euch jetzt auch gleich. Der Black Week zugeschlagen. Leute, ich habe gerade das gesehen, da ist sogar ein komplettes Rezeptbuch dabei. Hey, wie cool. Oh mein Gott, was war das gerade? Oh mein Gott, ich muss mich hier mal durchblättern. Das ist so cool. So Leute, wir haben jetzt 19.40 Uhr und ich mache mich jetzt schon im Bett ready, weil ich muss ja heute früh schlafen. Ich hatte euch erzählt, dass ich morgen richtig früh aufstehen muss. Also ich habe mir vorgenommen, ich versuche so um 21 Uhr ungefähr einzuschlafen. Fabi ist jetzt noch unterwegs. Ich habe ihm gesagt, er soll ein bisschen leise sein, wenn er reinkommt. Und er soll sich halt nicht wundern, weil ich muss mich halt hier fertig machen und er schläft ja dann später da. Ja, und vielleicht schläft er noch auf der Couch. Mal gucken, ich bin zum Glück aber auch echt müde, muss ich sagen. Ich habe mich jetzt so abgeschminkt. Ich finde auch vom Abschminken wird man eh immer irgendwie voll müde. Ja, deswegen, ich muss jetzt alles mögliche tun, dass ich gar nicht mehr so richtig wach werde. Vielleicht lese ich gleich noch ein bisschen, weil davon werde ich auch mal müde. Ich hatte euch ja eben erzählt, dass ich noch einkaufen war. Ich habe aus Versehen beim DM zwei Tüten gekauft. Das war nicht absichtlich. Ich fand die voll süß, weil die so weihnachtlich ist. Auf jeden Fall habe ich mir, musste ich wieder Wattepads holen. Ich habe meinem Patenkind diesen süßen Elch hier geholt. Oh, der sieht so süß aus, Leute. Ich konnte einfach nicht, ich weiß gar nicht, wie viel der gekostet hat. Plüsch-Elch, den gab es auch noch in so, mit so einem beigen Anzug. Aber ich fand den viel schöner, so weihnachtlich. Und der ist so weich. Leute, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich ihn liebe. Ich könnte einfach weinen, weil ich ihn so liebe. Und ich finde das voll krass, weil ich kenne ihn ja eigentlich noch gar nicht. Wisst ihr, was ich meine? Er kann ja auch gar nicht reden oder sich ausdrücken oder so. Ich habe ihn ja jetzt letztes Wochenende nochmal gesehen. Also ich habe ihn jetzt so 5-mal, 6-mal ungefähr gesehen. Es kommt mir irgendwie viel öfter vor. Und ich vermisse ihn so krass. Ich kriege dann immer so cute aggressions. Ich würde ihn irgendwie so zerquetschen, weil ich ihn so süß finde und so liebe. Und es ist so krass. Und von jedem Mal wird er größer und kräftiger. Und ich denke mir so, wenn man sein Patenkind
also ist das Kind meiner Cousine, schon so lieben kann, wie ist das dann bei den eigenen Kindern? Und dann habe ich wollte Fabi eine kleine Freude machen. Donnerstag, nee, am Freitag ist ja Nikolaus. Und hier steht zwar Merry Christmas drauf, aber egal, ich wollte ihm so einen Nikolaus-Schuh machen oder so ein paar Sachen reintun. Weil irgendwie, es tut mir voll leid, dass er sein Geburtstagsgeschenk schon weiß. Also muss mir ja nicht leid tun, weil er kriegt es ja trotzdem, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, wollte ich ihm deswegen noch eine kleine Freude damit machen. Und ja, muss das noch befüllen. Ich habe schon mal einmal Rasierklingen geholt. Die hier nimmt er immer. Und ich habe gebrannte Mandeln gekauft. Ich weiß ja nicht, ob die so gut sein werden wie vom Weihnachtsmarkt, aber ich schaffe es jetzt nicht, zum Weihnachtsmarkt zu gehen. Deswegen, das tue ich mal rein und ich muss halt noch ein paar andere Sachen holen. Und ich habe mir für meine Einwegkamera nochmal so Filme von Kodak geholt. Ja, und dann sind in der Tüte Sachen von NYX, sind gerade ganz viele Sachen von Catrice. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe gerade so eine Reihe gestartet auf Instagram. Ich lade die Videos auch auf TikTok hoch, aber es geht mehr so ein bisschen um Instagram, wo ich immer einen Make-up-Look schminke, nur mit einer Marke. Und letzte Woche ist ein Video mit Maybelline-Produkten hochgekommen, das ist auch richtig nice. Dadurch habe ich auch diese Mascara hier entdeckt, die ich jetzt richtig liebe. Für diese Woche drehe ich eins komplett mit Catrice-Produkten. Danach die Woche komplett mit NYX-Produkten. Da ist zum Beispiel unter anderem diese krasse Palette drin. Auch diese Buttermilk-Blushes. Richtig cool, deswegen, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann tut das gerne. Und seid fleißig aktiv und ja, guckt unter den Videos, die Gewinnbedingungen sind. Dann könnt ihr nämlich, ja, Pakete gewinnen. Zwei Pakete habe ich hier schon fertig gemacht. Das ist einmal das von Maybelline, was ich verlose. Ich gucke dann mal eine Woche lang, wer so richtig aktiv war. Und ja, verlose es dann. Und einmal hier von Catrice. Hier sind zum Beispiel auch meine Lieblingslashes drin, die ich da benutze. Für das letzte Video muss ich mir noch überlegen, was ich ja, dafür eine Marke nehme. Mal gucken. Ich wollte noch das Paket hier mit euch auspacken. Ich habe bei Black Friday nämlich zugeschlagen. Ich habe mir einmal nicht am Black Friday was von Gina Tricot bestellt. Ich habe nicht am Black Friday bestellt, weil ich wollte unbedingt einen Pyjama haben. Und da stand die ganze Zeit bald erhältlich. Die ganze Zeit gewartet, bis der verfügbar war. Und es war leider nach Black Friday. Deswegen war da jetzt nichts reduziert. Dann habe ich mir aber an Black Friday bei Swarovski was bestellt, weil da war generell Rabatt und wenn man zwei Black Friday Produkte geholt hat, hat man nochmal 20% bekommen. Ich habe ein Geschenk noch geholt, das zeige ich jetzt nicht, weil ich nicht weiß, ob die Person mein Video guckt. Aber deswegen habe ich auch direkt so eine Geschenktüte dazu bestellt. Und ich zeige euch jetzt, was ich für mich bestellt habe. Und zwar Ohrringe. Oh, die sind auch in so einer schönen pinken Box eingepackt. Oh, die Box ist ja mal sowas von schön so herum. Wow. Bitte schaut mal, ich habe mir diese Ohrringe bestellt. Natürlich in Gold. Schaut mal, wie wunderschön die sind. Die funkeln so krass. So sehen sie aus. Mega, mega schön. Und wenn ihr das sehen könnt, in echt, die funkeln so geisteskrank. Ich ziehe mich jetzt um und dann hüpfe ich gleich ins Bettchen, Leute. Das wird ein sehr anstrengender Tag für mich. Ich muss noch ein bisschen mehr Content sortieren für morgen, weil ich morgen direkt weiß, was zu tun ist. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben 5.56 Uhr. Ich bin seit Viertel nach vier wach. Ich habe nur 3-4 Stunden geschlafen. Ich habe es versucht früher, aber es hat nicht geklappt. Ich habe mir irgendwann gute Nachtgeschichten vorgelesen, was auch nicht funktioniert hat. Weil es heute die Öffnung von Campus Corn. Das ist von Sarahs Cousine, so eine Bakery to go. Und die öffnet hier an der Zülpicher Straße, direkt gegenüber auch von einem Uni-Gebäude und an der Bahnhaltestelle. Und ja, heute steht die Öffnung an und ich muss halt so früh da sein, weil ich muss ganz viel mitfilmen, wie gebacken wird. Und das passiert immer vorher, ganz in der Früh. Ich habe hier Content-Material ausgedruckt, da war ich gestern bei der Druckerei. Meine Tasche ist vollgepackt und ja. Ich glaube, ich war noch nie unterwegs, wo es so ruhig war auf den Straßen. Bisschen gruselig. Wenn die alles vorne nehmen, wenn die Milch leer ist, müssen die Milch mal nachfüllen. Okay. Ich muss ja, wenn die auch nicht aufwandeln willst. Sag auch danke. Du musst nichts sagen. Ich werf jetzt. Wenn du ist da irgendwas schnell haben willst, ja, die Lampe. Ich fange, wirkst mir zu. Okay. Kann ich? Ja. Ah. Zack. Ich bin zu Hause. Oh mein Gott, das war so cringe. Leute, man darf manchmal kündig sein. Ist okay. Campus Corn hat um 8 Uhr aufgemacht und ich war bis 1 Uhr da. Also ich war 7 Stunden da. Und danach war ich fix und fertig. Bin ich nach Hause gefahren und habe erstmal eine Stunde geschlafen. Und dann habe ich mich hier so unwohl gefühlt, weil in den letzten Tagen hatte ich so viel zu tun, dass ich zu nichts gekommen bin. Fabio auch das Gleiche. Der hat auch voll viel zu tun. Und deswegen musste ich erstmal komplett aufräumen, Wäsche machen. Ich muss die gleich noch aufhängen. Gar keinen Bock. Das Einzige, was noch unordentlich ist, ist eigentlich so ein Schlafzimmer, weil ich liege schon so viele Geschenke, Kartons und so rum, dass es hier einfach total unordentlich ist. Wie weil, wie ihr seht, habe ich gerade geduscht. Aber auch wieder dringend nötig. Dann gehen wir morgen Content shooten für Begani. Und da muss ich dann wieder frische Haare haben. Und ja, jetzt wollte ich mich abschminken. Eigentlich mache ich das immer
vorm Duschen. Und dann muss ich noch ein bisschen arbeiten. Ich muss nämlich den ganzen Content sortieren, den wir heute gemacht haben. Und noch ein paar andere Sachen abarbeiten. Also ich muss echt sagen, jetzt ist richtig viel zu tun. Also momentan ist es echt stressig, aber ich habe es ja selber ausgesucht, dass ich zu viele Jobs annehme. Aber irgendwie denke ich mir so, ich will vorarbeiten und Geld sparen, dass wenn ich Kinder habe, mich so ein bisschen zurückziehen kann, wisst ihr? Also, dass ich dann einfach nicht mehr so einen Stress habe. Natürlich werde ich dann auch irgendwann noch arbeiten, aber ich will mir so ein bisschen Druck rausnehmen, indem ich halt spare. Und jetzt ein bisschen mehr Gas gebe und dadurch ist es halt jetzt auch ein bisschen stressig. Und ich sag mal gerade, der November, Dezember ist halt jetzt stressig und wenn halt Eröffnungen sind oder von Vegani mehr Lounge von Klamotten, dann ist halt auch ein bisschen stressiger. Aber es macht alles Spaß und das ist die Hauptsache. Aber Leute, wisst ihr, was richtig schlimm ist? Ich trinke so wenig Wasser. Manchmal trinke ich einfach nicht mal einen Liter. Das ist so schlecht. Ich merke das auch. Mein Stoffwechsel dadurch voll am Arsch ist. Also egal, wenig ich auch manchmal esse, ich nehme auch dann gar nicht ab oder so, weil mein Körper, keine Ahnung, Wasser ist ja auch voll wichtig, auch zum Abnehmen und Stoffwechsel generell einfach zum Leben. Aber ich vergesse es einfach und ich habe auch sehr spät erst ein Durstgefühl. Und vor allem auch, damit die Haut nicht so trocken ist. Ich habe ja generell trockene Haut. Ich hasse das. Ich habe schon immer das bei mir gehabt, aber wo ich richtig krass drauf geachtet habe, ich war mal süchtig nach Wasser. Habe ich 7 Liter am Tag getrunken, das ist auch ein bisschen extrem. Und jetzt bin ich wieder so komplett extrem, dass ich fast gar nichts trinke. Deswegen braucht meine Haut das recht Feuchtigkeit. Deswegen benutze ich mal Feuchtigkeitsserum. Nein, Spaß. Also klar, meine Haut ist deswegen trockener, aber meine Haut ist halt grundsätzlich trocken. Ich nehme mich jetzt mal kurz mit ins Badezimmer. Ich habe euch jetzt mal mit ins Badezimmer genommen. Boah, Leute, wenn wir irgendwann eine neue Wohnung haben und mal umziehen, ich schwöre, was mir am wichtigsten sein wird, ist einfach eine normale Dusche. Wir haben ja nur so eine Badewannendusche. Egal, auf jeden Fall, ich muss heute wieder mal selbst Bräuner benutzen. Ich habe den jetzt 4, 5 Tage nicht benutzt, deswegen bin ich wieder blass. Ich muss sagen, ich habe noch so ein bisschen Bräune von Sizilien. Ich sehe das hier, weil ich hier noch, in der Kamera noch so einen Abdruck habe. Aber ja, das Gesicht ist ja sowieso immer blasser. Ich benutze den hier von Beauty Mate. Die Self-Tan-Gloss, ich finde die richtig, richtig gut. Ich möchte morgen das Ergebnis zeigen. Das ist einfach mit eurer Creme. Ich mische das in dem Fall immer mit der Creme hier. Ihr müsst halt ein bisschen ausprobieren, wie viele Tropfen ihr braucht. Ich nehme immer ungefähr so viel Creme. Und ich habe mich am Anfang angetastet. Ich habe erstmal so 2, 3 Tropfen benutzt. Aber ich bin ja generell jetzt nicht der hellste Hauttyp. Deswegen wusste ich, dass ich ein bisschen mehr brauche. Also wenn ihr ein sehr heller Hauttyp seid, kann es sein, dass ihr nur einen braucht. Ich nehme immer so 4 ungefähr und dann tröpfel ich die so dazu und dann mischt ihr das einfach in der Hand. Eigentlich mache ich ja meine komplette Skincare immer mit dem Schminktisch, aber weil man sich dann nachher auch immer gut die Hände waschen muss, mache ich das dann immer hier. So, und dann trage ich es einfach auf und dann verteile ich das. Da ist übrigens auch ein bisschen Aloe Vera drin. Das ist schön beruhigend für die Haut. Und das lasse ich dann einfach über Nacht einwirken und morgen habe ich dann so einen frischen Ton. Ich werde auch, seitdem ich das benutze, so oft angesprochen, so, oh mein Gott, du bist so braun. Und vor allem braucht man auch nicht so viel Make-up, finde ich, weil ich benutze immer gerne mehr Make-up, wenn ich mich blass fühle, fertig fühle. Aber dadurch sieht man halt richtig gesund aus. Also ihr seht jetzt nicht auch noch voll müde aus, weil generell, wenn ich blass bin, sehe ich richtig müde aus. Sobald ich den benutze, bin ich richtig schön fresh. Aber ich zeige euch das morgen früh. Ich werde mir jetzt gleich noch schnell eine Kleinigkeit zu essen machen und ein bisschen arbeiten. Also nichts Spannendes mehr heute. Und ab morgen nehme ich euch dann wieder mit. Bis morgen! Oh Leute, es tat so gut zu schlafen. Ich war so fix und fertig gestern, aber jetzt bin ich auf jeden Fall wieder wacher und vor allem habe ich jetzt einen ganz guten Rhythmus. Ich bin heute um 7:30 aufgestanden, was für mich echt sehr, sehr gut ist. Und jetzt muss ich mich ready machen, denn heute geht's nach Düsseldorf. Ich muss Content shooten für Vegani. Ich treffe mich dafür mit Blerta. Bevor ich mich jetzt schminke, wollte ich erstmal das Ergebnis von dem Selbstbräuner zeigen. Ihr seht, ich habe eine richtig, richtig schöne Bräune. Sieht gar nicht fleckig aus, richtig schön ebenmäßig. Ich sehe viel frischer und wacher aus. Ich liebe das einfach. Leute, Bräune macht so viel aus, das ist doch nicht mehr normal. Also würde ich jetzt nicht gleich ein Shooting machen. Dann würde ich mich so gar nicht schminken, weil ich mich super, super wohl fühle. Vor allem ist das so eine richtig schöne Bräune. Ist gar nicht orange oder sieht irgendwie dreckig aus. Ich finde, es passt voll zu mir. So Leute, jetzt muss ich aber erstmal ein ganz normales Skincare machen. Ich benutze dafür wieder mein Hyaluronserum. Ich benutze das im Winter ja immer morgens und abends, weil meine Haut ist ja grundsätzlich sehr trocken und gerade im Winter braucht sie ja noch mehr Feuchtigkeit. Leute, falls ihr den Selbstbräuner oder die anderen Produkte nachkaufen wollt, dann nutzt auf jeden Fall gerne meinen Code. Kann ich euch einmal hinschreiben. Der lautet Laura20. Damit bekommt ihr 20%. Ich habe euch mal den Link in die Infobox geschrieben. Ich habe schon mal gesagt, dass das auf jeden Fall ein Must-Have in der Bestellung ist. Also das liebe ich. Das benutze ich auch schon seit einem halben Jahr. Und den Selbstbräuner habe ich ja jetzt die letzten Monate getestet, beziehungsweise die letzten Wochen. Und ich finde den einfach so, so gut. Ihr seht ja selber das Ergebnis. Ich finde es so schön. Ich merke einfach immer wieder, wenn ich den benutze, dass Bräune einfach bei mir so ein Selbstwertgefühl macht. Das ist irgendwie voll krass, dass er so ist. Die Produkte für Beauty Mate sind noch alle in Deutschland getestet, in deutschen Laboren und alle mit Studien belegt. Die Wirksamkeit der Serien ist auch mit Studien belegt. Also ich bin ja generell voll der Fan, weil da viel mehr Wirkstoffanteil ist als in anderen Serien. Das merke ich auch. Also gerade bei dem Feuchtigkeitsserum oder ich habe ja auch zum Beispiel das für die Augenringe. Das hier, da merke ich ja wirklich so einen krassen Effekt. Also
Also ich kann euch das sehr, sehr empfehlen, wenn ihr noch nach den perfekten Serien sucht. Ihr könnt einfach gucken, je nachdem, was eure Haut braucht, wenn ihr jetzt irgendwie unreine Haut habt oder so. Also schaut einfach mal, was ihr braucht. Aber genau, Feuchtigkeit braucht jede Haut. Momentan gibt es auch übrigens eine Aktion, wenn ihr 58 Euro ausgegeben habt, bekommt ihr noch ein Geschenk dazu. Sehr, sehr nice. Also falls ihr noch nicht zugeschlagen habt, dann ja, macht es auf jeden Fall jetzt. Es lohnt sich doppelt und dreifach. Ich mache mich jetzt fertig und wir sehen jetzt, wenn mein Make-up ready ist. So, ich bin ready. Das ist mein Look für heute. Ich finde, das ist schön geworden. Ich habe mir vegane Oberteil an, meine vegane Hose und meine Sachen sind voll gepackt. Ich muss jetzt los. Ist das besser? Ich finde hier lang besser. Aber ja, ich weiß nicht. Jetzt bleiben. Bereit? Ja. Und go. Ah, oh, scheiße, oh. Ich hab's rausgezogen. Hey, Junge, was ist das? Okay. Alright, let's go. Rolling, so how does it look? Okay, ready? Mm-hmm. Und go. Right, let's get back to talking about my outfit. Ah, let's get back to talking about my outfit. Zwei, drei. Alright, let's get back to talking about it. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Wir sind gerade ein Geburtstagsbrunch machen, weil Fabert heute Geburtstag. Jetzt zeig, wie alt du bist. 22. Nein, der ist einfach schon 27, der alte Knacker. Auf jeden Fall, gestern waren noch ein paar Freunde spontan, da wir wussten es nicht, haben wir kurz reingefeiert. Und jetzt sind wir frühstücken und heute kommt noch Fabes Family. Ganz entspannt. Einfach heute vom Beauty Mates ein Weihnachtspaket bekommen und ich wusste davon nichts, also ich habe nichts bestellt und ich mache das gerade auf und die haben mir einfach voll die süße Weihnachtsbox gemacht. Ich wollte jetzt mal kurz mit euch gucken, was da drin ist. Cleansing Pads. Ah, das sind so wiederverwendbare Reinigungspads, die man so waschen kann. Ich wusste gar nicht, dass sie das haben. Mega cool, muss ich mal ausprobieren. Das ist natürlich sehr umweltfreundlich, finde ich sehr gut. Und was ist hier drin? Oh mein Gott, wie schön. Eine Haarklammer. Kann man auch nie genug von haben. Lindschokolade, meine Lieblingsschokolade. Ich habe auch noch ganz heute meinen Lenskalender aufgemacht. Wie viel ist hier drin? Wie cool. So ein Stirnband, damit man sein Gesicht reinigen kann. Ein Haarreif. Leute, ihr wisst, ich bin im Haarreif-Fieber. Ich habe da schon einen rosa und jetzt habe ich noch einen grau. Oh, ich liebe die, Leute. Der ist voll schön. Voll süß, dass sie mir das geschickt haben. Ich liebe es, vor allem, wenn man gar nicht damit rechnet. Das sind immer die besten Überraschungen. Dankeschön, wenn ihr das seht. Ich bin übrigens heute beim Edeka Augenwinkler geholt. Ich hatte nämlich nie welche und braucht eigentlich unbedingt welche. Ich habe mir halt einmal so riesige geholt. 45 mm Durchmesser und einmal 24 mm Durchmesser. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen zweiten Advent, falls ihr das Video jetzt direkt heute an einem Sonntag guckt. Ich muss gleich noch meine Kerze anmachen. Und die hat irgendwie letztens so komisch getroffen. Dann war der ganze Tisch voller Wachs. Ja, muss ich gleich mal gucken. Auf jeden Fall habe ich bis gerade auch noch ein bisschen gearbeitet. Wir haben heute Morgen brunchen mit Freunden. Und jetzt gleich bin ich endlich ready und kann entspannen. Ich wollte mich auf jeden Fall von euch verabschieden. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hab euch lieb. Ja, okay.